Wir nehmen sie aus dem Spiel, so beschreibt es Prinz Harry, wenn er aus dem Helikopter auf Taliban-Kämpfer schießt. Es ist ein echtes Vergnügen, sagt er, denn er habe ja alles an der PlayStation trainiert. Wer heute mit 20 oder 25 Jahren in den Krieg zieht, der hat sich am Computer fit gemacht für seinen Einsatz. Ganz nebenbei und ganz spielerisch hat er gelernt, Feinde per Mausklick auszuschalten. Gar nicht viel anders, als es die Kindersoldaten in den kriegerischen Regionen dieser Erde an Gewehren und Panzerfäusten lernen. Nur eben bei uns lernen die Kleinen für den Krieg mit Hightech-Waffen. Denn für das Töten brauchen unsere Soldaten nur noch einen Joystick und einen Bildschirm, auf dem sehen sie einen Film. Das macht es leichter abzudrücken, vielleicht zu leicht. Denn wenn die modernen Soldaten heimkehren aus dem Kampfeinsatz, dann haben sie kein Spiel gespielt. Sie sind hochtraumatisiert. Langsam erst begreifen sie, dass hinter dem jugendlichen Geballer im Kriegsgebiet echtes Elend, Leid und Tod steckt, dass es die Wirklichkeit ist, in der sie töten. Prinz Harry hat ausgesprochen, was sich viele männliche Jugendliche erträumen. Mit Gewalt wollen sie Helden werden. Die Herausforderungen dafür finden sie in ihren Computerspielen. Dass echte Helden im wahren Leben friedlich handeln und sich als Helden erst am Ende erweisen, dann, wenn ihr ganzes Leben zur Beurteilung ansteht, das müssen die jugendlichen Ballerspieler erst lernen. Für heute wünsche ich Ihnen, dass Sie die Chance haben, Ihre Talente am Computer für friedliche Zwecke zu nutzen und dass Sie nie vergessen, dass Fiktion und Wirklichkeit manchmal gar nicht so weit auseinander liegen.